Wunderschönen guten Tag, lieber Gäste. Eine kleine Kontrolle. Es gab ja diese schweren Verkehrsunfälle, gerade auch mit Bussen und LKWs. Wie ist da Ihr Gefühl auf der Straße? Ganz schlecht. Wenn ich das sehe, wie manche Fahrzeuge unterwegs sind, auch diese Abstandsgeschichten, wo diese schweren Unfälle passiert sind, das ist wirklich, da muss man viel härter durchgreifen. Bitte folgen Sie uns zu einer Verkehrskontrolle auf den nächsten Parkplatz. So, jetzt werden wir Ihnen ein Zeichen geben. Der Abstand zum vorausfahrenden Sattelzug, der ist augenscheinlich schon mal zu gering. So, wir haben hier für Fahrzeuge mit Gewichten von mehr als 7,5 Tonnen und einer Geschwindigkeit von mehr als 50 km/h auf Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit von Mindestabstand von 50 Meter einzuhalten. Ne? Blinker, links raus. Und hier haben wir für Fahrzeuge in der Größenordnung ein absolutes Überholverbot. Danke. Sie haben ja sicherlich auch von den schweren Verkehrsunfällen jetzt gehört in letzter Zeit, die es so gibt. Wie ist das eigene Gefühl, wenn man dann viele Kollegen verliert, vielleicht auch tödlich? Ich habe einen Kollegen verloren, tödlich, ja, also das ist schon heftig. Litauischer Fahrer, Kontrolle verloren über Fahrzeug und hat mit der Totgerissen, hat einen Rundeck von der Autobahn. Wir werden teilweise von LKWs überholt, was eigentlich gar nicht möglich ist. Und wir kriegen auch viel, da wir die gleiche Sichthöhe mit haben, mit was so in den Fahrerhäusern abgeht, sei es Handygespiele, Laptopgespiele, Unachtsamkeit, Schwanken. Vorhin hatten wir es erst wieder schwankender LKW, da war der Hänger schon fast auf meiner Seite. Es ist wirklich dramatisch und ich denke aber auch, dass dort die Fahrer sehr unter Druck stehen. Wir haben Flüssigkeiten am Bremssystem, die austreten und das ist ein technischer Mangel, den wir erstmal auf den Grund gehen werden. Wie geht es jetzt weiter? Ja, wir werden jetzt zum Gutachter fahren, in eine Werkstatt und uns die Sache zusammen anschauen. Was passiert mit den Fahrgästen? Ja, die dürfen mit dem Bus jetzt erstmal nicht weiter mit, bis wir die Sache geklärt haben. Wie lange dauert das ungefähr? Wir gehen mal grob von 3 Stunden aus. Bremsanlage. Die muss für eine gewisse Anzahl von Bremsungen ausreichen. Reicht das nicht aus, haben wir das Problem, dass eventuell das Stauende dafür die Bremsung nicht mehr reicht und der Bus ohne Brems dort reinfährt. Ne? Was das zur Folge hat, brauche ich jetzt nicht weiter zu erwähnen, aber im Rahmen der Busunglücke, wo Bremsanlagen versagt haben, ist das hier genau die absolute Vorlage dafür. Für Sie als Polizist ist das jetzt ein Erfolg, dass Sie diese Menge aufgedeckt haben und auch kontrollieren können? Für uns ist es ein Erfolg, nicht, dass es eine statistische Erfassung ist, sondern dass wir hier eine eventuelle Zeitbombe aus dem Verkehr gezogen haben und ganz weit vorausdenken, vielleicht auch ein paar Leben gerettet haben.